Hallo, liebe Leute. Und Uli, du bist ja jetzt 16. Ah, 16, 16, alles Gute, du bist 16. Ah, du bist schon fast eine Frau. 16 ist das neue 18. Ah, und wie fühlst du dich? Fühlst du dich gut? Hast du tolle Geschenke bekommen? Ah. Ja, du bist 16. Und du wolltest ja, dass ich für dich singe in deinem Video. Okay, das werde ich jetzt machen. Pass gut auf, ja? Muss nur noch kurz die Bitch poppen. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Girls lecken. Ah, jetzt bist du enttäuscht, wa? Ja, ich kann nun mal nicht singen. Also tut mir leid, dass es jetzt so scheiße geworden ist. Bitte sei nicht böse. Bitte teile weiter meine Videos. Denn ich brauche jeden im Kampf gegen Herr Tutorial. Bitte, die Schwuchtel darf nicht gewinnen. Bitte, bitte, bitte. Ja, mehr habe ich auch jetzt nicht geplant für dein verdammtes Geburtstagsvideo, ey. Nur Spaß! Zum Thema 16 Jahre sein oder werden habe ich noch 5 Dinge zu sagen. Erstens, wenn du jetzt noch Jungfrau bist, Glückwunsch. Aber es wird höchste Zeit, es zu ändern. Deine Tage als Jungfrau sind gezählt, glaub mir das. Zweitens, du könntest ja jetzt, wo du 16 bist, einen Rollerführerschein machen. Aber ob das eine gute Idee ist? Ich glaube nicht, ne? Lieber warten und dann lieber Autoführerschein machen. Drittens, jetzt musst du nur noch 2 Jahre warten, bis du dir selber Alkohol und Zigaretten kaufen kannst, um deine Gesundheit zu zerstören. Viertens, du bist 16, oh, du bist noch so jung, der Körper ist noch straff, da sind keine Falten. Aber glaub mir, irgendwann kommen mehr, es werden immer mehr, sie werden nicht weniger, nein, sie werden immer mehr. Männer gucken dich jetzt an, so. Später gucken sie dich auch an, aber dann kommst du mehr Falten, dann gucken sie nicht mehr so, oh, sondern gucken. Also genieß die Zeit, wo du noch faltenfrei bist. So, jetzt an alle die, die 16 sind oder noch 16 werden. Übernimmt, auch wenn ihr nur 16 seid oder schon 16, fast erwachsen, übernehmt Verantwortung, okay? Je früher ihr lernt, Verantwortung zu übernehmen, desto besser. Kümmert euch um die Schule, um eure Hausaufgaben. Denkt an eure Zukunft, also Ausbildung, Studium, was ihr machen wollt. Und verplempert nicht die Zeit mit Facebook, shoppen gehen, saufen gehen am Wochenende oder Gangbang-Partys. Okay, da würde ich auch mitmachen, aber ihr wisst, was ich meine. Also setzt euch Ziele, macht euch klar, was ist euch wichtig, was wollt ihr später erreichen. Werft nicht eure Jugend weg für irgendeinen Müll wie Saufen. Ja, Olen, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Abschließend kann ich nur sagen, feier schön deinen Geburtstag, genieß ihn. Und sonst, wenn dir das Video wirklich gefallen hat, dann teile es doch 100.000 Mal, Daumen hoch, abonnieren. Das war's, Ulin. Und der Rest, euer Biton. Bis zum nächsten Mal.